Scheiße. Upsala. Das war wohl mal eine Bushaltestelle. Nee, du kannst da hinten nicht mehr halten. Boah, der soll jetzt mal sterben, ey. Ja, komm, fahr! Ich hab doch nicht 2 Tage Zeit. Er hat gesagt, nur noch 2 Minütchen. So, komm jetzt. Fahr noch einmal. Boah, komm jetzt, ey. Ganz im Ernst, ne? Ja, geht doch. Das war's dann wohl. Der Transporter kann nicht mehr weiterfahren. Schnell den Kerl da rausholen und ab durch die Mitte. Ja, gut. Super Sportwagen Scorpion, nice, nice, nice. Alter, der sieht doch mal übelst fett aus. Ja, geil. Okay. So finde ich das doch schon gut. Und jetzt gucken wir uns erstmal hier unten den Super Sportwagen an. Und einfach aus Spaß fahren wir mal mit dem. Danach nehmen wir natürlich wieder unseren Rennwagen. Weil der ist einfach der geilste Moment, den wir haben. Aber wir wollen ja mal ausprobieren hier für euch so alles so schön, ne? Dann fahren wir mal mit diesem goldenen Hammerteil. Lol, der blendet, der blendet so in der Sonne. Alter, der sieht so geil aus. Hallo Tom. Na, was macht mein Topfahrer? Also wenn du mich so nennst, dann wird es mit Sicherheit wieder extrem gefährlich. Und wird in der Regel auch gut bezahlt. Fahren wir schon mal. Aber du hast recht, es ist gefährlich. Ich will auch gleich zur Sache kommen. Du musst ein Ablenkungsmanöver für mich fahren. Ha, wie geil das Ablenkungsmanöver? Für was? Sagen wir, ich möchte aus einer Institution ein paar Sachen holen lassen, die mir gehören. 2 Dinge sollst du erledigen. Erstens, so viele Streifenwagen wie möglich auf dich aufmerksam machen. Zweitens, diese so weit wie möglich von dem Ort wegführen, wo meine Sachen geholt werden. Ach, immer diese kryptischen Beschreibungen. Also, deine Jungs machen einen Bruch und ich soll die Bullen ablenken. Richtig so? Ja, Klugscheißer. Also, fährst du für mich? Ja oder nein? Hey, die Polizei ist im Moment wie ein Wespenschwarm. Ich denke nicht, dass ich das allein hinbekomme. Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe noch andere Jungs drauf angesetzt, die auch Ablenkungen fahren. Aber ich denke, dass du am besten fährst und den meisten Ehrgeiz bei den Bullen wächst. Ich gehe mal davon aus, dass ich eine Gefahrenzulage bekomme. Okay. 15% auf die übliche Summe. Und versuch nicht zu handeln. Okay, bin gleich da. Kann man wohl sagen. Mit so einem geilen Wagen. Ich meine, der andere ist ein bisschen schneller vielleicht und hat eine bessere oder vielleicht nicht schneller, aber hat eine bessere Beschleunigung. Aber ich finde den hier einfach vom Aussehen her richtig fett, weil der so halt so golden ist. Alter, der ist aber auch schon ganz schön schnell. Scheiße! Nochmal alles schön gerammt. So wollen wir das doch sehen. Ich soll die Streifenwagen von dem Hotel fernhalten? Na gut, dann werde ich den Haufen mal einsammeln. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt überall so Streifenwagen so antitschen, so wie wir das. Da ist einer. Öfter wenn ich mal dem machen. Typen mal so ein bisschen den Lack abschramme, wird er mich schon verfolgen. Wow, was war das? Der wird mir nicht entkommen. Na warte, Freundchen. Der hat den Gleichen. Gut, er folgt mir. Wird Zeit, den nächsten aufzusuchen. Scheiße, das war falsch. Und tschüss. Der hört sich ja schon geil an. Ja.
falsch. Lol. Ich fahre einfach mal an mir vorbei. Gott sei Dank gibt's hier keinen. Da ist ja schon der nächste. Verfolgen mich automatisch. Schon zwei, die mir folgen. Der sieht geil aus, der Wagen. Den will ich haben. Dann sammeln wir mal die anderen vier ein. Ich wollte sagen, gut, dass es hier keine Zeitbegrenzung gibt. Alter, sind die schnell! Da hinten kommt ja der nächste. Hm. Ich fahr woanders lang. Und da ist auch schon Nummer 3. Langsam aber sicher wird es. Alter, ja genau. Ich halte mich nicht so gerne an rote Ampeln, lieber Bus. Fahren wir wieder zurück. Die sind ja schnell genug, die Viecher. Da kommen sie ja wieder. Oh ja, ich hab's geschafft. Ich hab ihn aufgehalten. Und noch einer. Gut so. Und da ist der letzte. Bleib stehen. So, fünf Kollegen habe ich. Es ist nur noch einer auf Patrouille. Oh. Aber den finde ich auch noch. Alter. Alter, sind das... LOL! Habt ihr das gesehen? Alter, wie geil! Okay, Leute, das wird aber ziemlich viel jetzt hier. Und von vorne sieht er eigentlich noch schick aus, der Wagen. Von hinten zwar nicht mehr so, aber... Zu groß! So, das sind alle Streifen. Geht doch. Ich muss sie jetzt vom Hotel weglocken. Mann, ich komme mir vor wie der Rattenfänger von Hameln. Alter... Was geht denn hier ab? Hilfe! Nein! Alter! Ja, ich wollte schon sagen, ne, ey. Das wäre aber echt lustig. Alter, was geht hier ab? Wird das hier... Hier wird's weniger wieder, okay. Au. Komm, fahr mal weiter hier, dann hier werden wir schon auf eine Autobahn oder so kommen. Ja, hier kommen wir auf eine Autobahn. Okay, dann geht's jetzt ab. Okay, da kommen sie alle. Mia! Das war ja jetzt nicht als... Scheiße! Alter, der Wagen ist so schnell. Alter! Ich hoffe, die haben das Hotel überfallen. Mir wird das hier zu heiß und ich mache mich aus dem Staub. Jetzt muss ich den auch noch... Okay. Alter! Mach mich nicht Schrott! Geh weg! Ich mein, fahr! Scheiße! Okay, schnell weg hier. Alter, ganz im Ernst, wie geile Wagen die haben, ey. Das ist echt zum Kotzen. Wir müssen alle sechs abschütteln. Okay, haben wir. Hell yeah! So muss das laufen. Der Wagen, der sieht so schön aus. Okay. Alter, da ist er, da ist er, da ist er. Bam. Das ist eine Offroad-Strecke, okay.
Die fahren wir da wohl mit dem Offroader. Boah, bald haben wir Cobra 11 Undercover durch. Under motherfucking cover. Na, kennen wir das schon hier. Ich könnte bei dem Wagen auch mal eine andere Lackierung nehmen, fällt mir gerade so auf. Hab schon wieder vergessen. Vielleicht, wenn es noch ein Offroad-Rennen geben sollte, nehme ich da mal diesen Bullet-Vieh. Weil den hatten wir noch gar nicht. Und ich wäre, dass wir möglichst viele Fahrzeuge hier mal ausprobieren. Im Let's Play. Und bei der nächsten Mission werde ich definitiv den neuen Rennwagen nehmen. Den werde ich definitiv nehmen. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf irgendwie. Weil ich mal hoffe, dass er noch geiler ist als der andere Rennwagen. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt drauf. Scheiße! Einmal schreddern, bitte! Ja, schieb mich mal, ne? Oh ja. Kein Problem, sind 6 Runden. Endlich überholen. Schon getan. Nein, nein, nein. Scheiße! Alter, ganz im Ernst, unlustig. Unlustig. Du solltest den Wagen endlich überholen. Naja, kein Problem, schalten wir noch. Hoffen wir doch mal. Okay, langsam. Nun überhol den Wagen endlich. Wir sind geflogen. Mach Platz. Mach jetzt Platz. Wow, jetzt überholst du aber im großen Stil, oder? Ne. Ne. Na. Komm, mach mal Platz da. Alter, fuck you. Nun überhol den Wagen endlich. Würde cool finden, wenn man die hier beim Rennen so ausschalten könnte, weißt du? So zerstören. Wow, jetzt überholst du aber im großen Stil, oder? Jetzt überholst du aber im großen Stil, oder? Im großen Stil vor allem, ne? Stil nennt sich sowas. Und wir fliegen und wir landen und wir fliegen. Leute, wir sind auf dem Gefühl gelandet. Geil. Aber eben war ja noch krasser, als dieser eine Polizeiwagen da auf unseren Supersportwagen da drauf gefahren ist. Das sah krass aus. Gedacht, dass du die Führung halten kannst. Ich würde sagen, jetzt überholen wir den wieder.
Da haben wir ihn wieder überholt. Mit ein bisschen Hilfe von ein paar Huckeln auf der Gras, Wiese, Zeug halt. Und langsam. Nein! Wir fliegen! Und wir fliegen nochmal! Aber nicht weit. Weil wir oben ausgebremst wurden durch uns selbst. Wie viel da muss ich eigentlich werden? Mindestens zweiter, okay. Tja, wir brauchen da kein Gas wegzunehmen, weil wir es drauf haben. Das wäre doch mal geil, wenn man hier in so einem Offroad-Rennen so einen Rennwagen benutzen würde. Ja, der wird hier wahrscheinlich nicht so besonders gut klarkommen. Aber fände ich mal ganz lustig. Könnten wir natürlich auch mal machen. Scheiße, nicht schon wieder der Stein. Nee, fuck you, hier kommst du nicht vorbei. Wir fliegen und wir fliegen nicht, also nur ganz kurz, weil wir uns ja wieder selbst im Tunnel ausgebremst haben. Fahren wir mal den anderen davon, hoffen wir mal. Langweilig, wenn man so lange in Führung liegt, oder? Sag nicht so einen Scheiß, Mann, sonst bin ich gleich Letzter. Oder zumindest kurz vorm Ziel wäre ich dann auf einmal Dritter. Und dann können wir das Ganze nochmal machen. Nein! Boah, das war ganz knapp wieder am Stein vorbei. Okay, unseren Rundenrekord kriegen wir nicht, aber das ist mir jetzt scheißegal, Hauptsache wir sind im Ziel. Als Erster und dann hat sich das. Und nochmal voll. Ja, das war's dann wohl. Kein Wagen freigestellt, schade. Banküberfall vereiteln, nicht mit alle. Oh Mann, Polizei, ich wollte den Rennwagen nehmen. Sportwagenpolizei, ne, wir nehmen natürlich dann Supersportwagenpolizei. Ja, der Venom ist schneller. Ja, den nehmen wir. Okay, geht los, Leute. Wir sind Polizei. Aber danach möchte ich wieder...